Und jetzt einmal zurück, bitte. Also Werte von unserem Orange View Controller übertragen auf unseren Main View Controller. Wahnsinn, Wahnsinn. Leute, kriegen wir aber alles geregelt. Und hinkriegen wir das sowieso. Wir holen uns unsere Werkzeuge wieder rein und wir gehen auf unseren Orange View Controller. Unser Orange View Controller bekommt ein Textfield. Dieses Textfield setzen wir dahin. Wir wissen schon, was kommt. 10 Abstand nach oben und 16 links, 16 rechts. Das könnt ihr jetzt genauso beten. Liebes Textfeld, du hast einen wunderschönen Font. Wir wollen was sehen. Title 1. Liebes Textfeld, du hast keinen hässlichen Rahmen drum. Machen wir mal einen eckigen Rahmen drum, bitte. Also einen halbhässlichen Rahmen. Liebes Textfeld, du hast eine Hintergrundfarbe. Ja, wir könnten dich doch mal hier so Mercury, Business Edelgrau, könnten wir dich doch mal einfärben. Und damit stehst du schon darum, du Textfeld. Und wir wissen, wenn wir vom Orange View Controller auf den Inhalt des Textfeldes zugreifen wollen, was müssen wir machen? Ein Outlet, genau. Also Assistant Editor, melde dich. Hier ist unser Textfield. Wir ziehen jetzt hier etwas herüber, ein Outlet, und zwar ein Information Textfield. Ne? Deshalb hatten wir das andere Information Label genannt. So, dann können wir hier also schon mal Text eindaddeln. So, der soll dann hier wieder landen, auf unserem Main-View-Controller. Was brauchen wir denn dazu? Dazu brauchen wir wohl sowas wie ein Label. Also nehmen wir uns ein Label, legen das hier hin, können es schon positionieren. 10 von oben, 16 von links, 16 von rechts. Bitte her damit, lieber Label, du hast einen tollen Font, nämlich Title 1. Und auch dich färben wir zur Feier des Tages einmal ein. Business Edelgrau, so sollst du daherkommen. Damit wir auf das Label zugreifen dürfen, brauchen wir ein Outlet. Also bitteschön klicken wir hier unseren View-Controller auf dem Storyboard an. Im Assistant Editor, hier ist unser Label. Control-Klick und dann hierher in den Quelltext ein Outlet gezogen. Information Label ist das. Wahnsinn, da haben wir unser Outlet. So, okay, betrachten wir unser Werk, sieht doch toll aus, ja, muss nicht Label stehen, wollen wir natürlich auch Information hinschreiben, Information von Orange, ja, damit wir wissen, was da landen soll. Gut, damit ihr auch wisst, wie es aussieht und was wirklich das Ziel der Übung ist, lassen wir die App mal laufen. Und eigentlich ist es klar, aber das Ganze visuell nochmal zu sehen, hilft, zumindest mir. Und hier ist unsere App. Und jetzt ist folgende Idee. Wir möchten gerne dieses Label mit Information setzen. Und zwar, wenn wir im Orange View hier, ach, sieht super edel aus, unser Textfeld, ne? Wenn wir hier was reinschreiben, unser freundliches Hallo, und wenn wir dann zurückgehen, dann hätten wir hier in diesem Label gerne die Information von unserem Orange View Controller, eben dieses Hello. Ja, das war der Aufbau vom User Interface. Nichts Schweres, oder? Das könnt ihr mittlerweile auch aus dem FF. Objekte platzieren, Layout-Constraints setzen, Outlets ziehen, Namen vergeben, ist doch schon längst kein Geheimnis mehr. Im nächsten Video kümmern wir uns dann darum, wie wir den Informationsfluss herstellen. Bis dann!